Oh, wait a second, who's this? Oh my god! Okay. Oh mein Gott! Das ist ja mal ein interessanter Boss. Kann ich die überhaupt treffen? Nee, ne? Mission completed. Hey, ich dachte, ich sollte den Boss besiegen, hä? Was? Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer Folge Plattform Creator. Ja, nach langer, langer Zeit habe ich mich dazu entschlossen, wieder dieses Spiel rauszukramen. Wie lange ist es her? Es ist, glaube ich, 2 Jahre her. Ich glaube, das letzte Mal, als ich das gespielt habe, war im April oder Mai 2021. Und jetzt, wo ich das aufnehme, haben wir Mai 2023. Ist also insgesamt 2 Jahre her. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als 2 Jahre. Und ich wollte mal schauen, wie ist es diesem Spiel ergangen? Was gibt es für neue Level? Denn Updates wird es nicht mehr geben und das aus einem einfachen Grund. Die Entwickler arbeiten quasi an einer verbesserten Version dieses Spiels. Das nennt sich dann Plattform Creator U. Warum U? Wegen Super Mario Bros. U? Nein, weil sie das Ganze in Unity umprogrammieren, während sie hier mit Game Maker Studio und der Hello Mario Engine gearbeitet haben. Wir wollen trotzdem, bis dieses Spiel erscheint, also bis diese verbesserte Version erscheint, ein bisschen uns mit diesem guten, tollen, alten Spiel vergnügen. Denn ich habe diesem Spiel sehr viel zu verdanken. Unter anderem habe ich auch durch dieses Spiel 100 Abonnenten damals im Jahr 2020 erreicht. Schon eine gute Sache und deswegen möchte ich es ein kleines bisschen wieder aufleben lassen. Wie lange, weiß ich nicht. Solange wie ich lustig bin. Wir werden sehen, liebe Freunde, wir werden sehen. Also lasst uns gemeinsam wieder starten. Und ich würde vorschlagen, wir wechseln erstmal hier den Char. Das Theme werde ich so weit behalten. Ich weiß nicht, was das überhaupt für ein Char ist. Weiß ich, was ich mir da ausgesucht habe. Ich wollte gerne... Better be ready, Kyrian. Den nehmen... Wer ist das? Ich hab schon mal von dem gehört. Doch, das Aussehen... Ich weiß nicht, wer das ist. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Ich habe keine Ahnung. Wirklich gar nicht. Steht da der Name? Da steht Rob. GTA vielleicht? Minecraft nicht, ne? Aber GTA kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir spielen auf jeden Fall ein paar Online-Level und schauen mal, was die für eine Figur machen, ne? Was die für eine Figur machen. Genau das wollte ich sagen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich kann. Ach so, das kann ich auch machen. Okay. Alles klar. Ich will erstmal dieses Level. Ich werde jetzt den Stil nicht verändern. Wir spielen einfach straight dieses Level und fertig. Ganz einfach. So, Reach the Goal Flag ist die Bedingung. Einfach das Ziel erreichen. Oh mein Gott. Und das passt auch eigentlich zum Stil hier. So, weg mit dir. Mission completed. Achso, das war schon. Ach, das war das Level. Okay. First to lose. Congratulations. 2. Platz. Sehr gut. Ne? Der 2. Platz ist der 1. Verlierer. Nice. Alles klar. Gut. Was willst du machen, ne? Ich kann es nicht ändern. Alles klar. Nächstes Level. Wir spielen dieses Level. Das ist ein... Ist das schon wieder... Was ist denn hier schon wieder los? Ein Bosskampf? Einfach nur den Boss besiegen. Alles klar.
Oh, wait a second, who is this? Oh my god! Okay. Oh mein Gott! Das ist ja mal ein interessanter Boss. Kann ich den überhaupt treffen? Nee, ne? Mission completed. Ich dachte, ich sollte den Boss besiegen, hä? Was? It is something. Okay, ich bin absolut verwirrt. Absolut verwirrt, liebe Freunde. Ich bin absolut verwirrt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja. Alles klar. Okay, alles klar. Gut, nächstes Level hat eine Abschlussrate, oh, das wird schon ein bisschen krasser, 46,94% und die Bewertungen sind auch so ein bisschen durchwachsen, Tode 22, aber immerhin 23 Leute haben das Ziel erreicht, das dürfte interessant sein. Wieder ein Short-Level, mal schauen, lauter Wuhus, let's see, let's go. Einfach nur das Ziel erreichen. Okay. Ah, gib mir den Pilz. Und gib mir das. Okay, jetzt bin ich ein bisschen schneller. Oder? Jetzt bin ich schneller. Ganz schnell. Hä? Wie soll das gehen? GG. GG. Alles klar. Verstehe ich nicht. Ich verstehe einige Level hier nicht. Aber hey, was soll's. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Easy Kaizo Level. Okay, so Kaizo-mäßig war es jetzt nicht, aber alles klar. Alles klar. Gut, dann lasst uns am besten noch ein weiteres Level spielen. Wobei, vielleicht können wir noch weitere spielen. Meinetwegen, aber ich lass es am besten auf jeden Fall dieses Level spielen. Das sieht dann schon wieder ein bisschen schwieriger aus. Bewertung ist auch nicht die höchste. Tode sind schon mehr im Vergleich zu den erreichten Ziel. Let's see. Ich bin mal gespannt. Alles klar. Wir müssen hier einige Bosse besiegen. Ist das hier ein Boss Rush oder was? Okay. Das ist interessant. Okay. Aha, okay, er lässt hier einen Gumba erscheinen. So. Oh nein. Du kannst doch nichts. Schau dich nochmal an. Deine Minions können auch nichts erreichen. Ne? Na komm. Du hast so gut wie verloren. Autsch, nein. Ich werde nicht aufgeben. Eieieiei. Na los. Ist das alles, was du drauf hast? Alter, ist der jetzt schnell. So, easy. Easy peasy. Oh, Checkpoint, sehr gut. Ja, genau. Fall einfach runter. Leichter kann ein Bosskampf nicht sein. Aber jetzt haben wir wieder der Pseudo-Bowser. Mission completed. You finally made it! Yes!
Boss Rush überstanden. Yo. Winner! 65 Punkte, erster Platz. Darauf kann ich stolz sein. Und kein Tod. Weiß nicht, was die Leute haben. Ich weiß nicht, was die Leute haben, aber ich fand's sensationell. Ich weiß nicht, was die Leute haben. The easiest level ever. Ja. Gar nicht so schwer gewesen. Richtig easy. Super easy. Super duper easy. Okay, guys. Ich glaube, wir werden uns die nächsten Level dann für den nächsten Part aufheben. Definitiv. Ja. War mal wieder ein sehr guter Einstieg in Plattform Creator. Ein paar kleine Level gespielt. Mal schauen, was ansonsten hier passiert. Time Trial, Autoscroll, Automatic, Classic, Other Shot. Wir haben wirklich einiges hier. Vor allem im Mario Bros. 3 Stil. Das dürfte definitiv interessant werden. Deswegen nicht verpassen. Like da lassen. Abo da lassen. Gerne Glocke aktivieren. Damit ihr auch keinen weiteren Part von Plattform Creator verpasst. Oder grundsätzlich ein weiteres Video hier auf diesem Channel verpasst. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Part oder beim nächsten Video. Fangame. Romhack. Keine Ahnung, was es sein wird. Auf jeden Fall etwas Feines. Das will ich zumindest hoffen. In diesem Sinne, Leute, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.